Leute und willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin heute in Savannah, Georgia und ich werde ein kleines Vlog machen. Meine Eltern und ich sind hier für ungefähr 3 Tage und ja, ich werde nur heute vloggen. Zuerst meine Mama und ich werden Sport machen und danach werden wir alle frühstücken und dann vielleicht gibt es einen Markt, ein Farmers Market irgendwo. Also dann gehen wir dahin und ja, ich freue mich so sehr und ich freue mich auch, weil ich keinen Vlog auf Deutsch seit August gemacht habe. Los geht's! Wir sind jetzt zurück und müssen duschen und dann gehen wir nach Savannah. Wir sind auf einer kleinen Insel, also wir müssen eine Fähre über das Wasser nehmen, a ferry. Die Statue hier ist sehr bekannt, es heißt Savannah's Waving Girl und es ist von Florence Martis. Ich weiß wirklich nicht genau, warum es so bekannt ist, aber es ist sehr schön und dann hier ist ein Fluss, glaube ich, im Wasser. Hier ist Market Street, wo es viele Geschäfte und Restaurants gibt. Wir waren hier gestern für Abendessen und wir haben in einem Bar gegessen, wo es ein Footballspiel gab, weil mein Papa das anschauen wollte und es ist sehr, sehr schön. Heute ist es so, so warm. Es ist mega warm. Hier ist River Street Marketplace. Es ist ein kleines Markt, wo viele Dinge verkauft sind. Viele Dinge sind selbst gemacht oder handmade, aber viele, viele auch nicht. Es gibt Kleidung und auch Essensmittel und viel Schmuck. Hier ist ein Teil von The Pink House. Es ist sehr alt und es war immer pink. Deswegen heißt es The Pink House. Und jetzt ist es ein Tavern und auch, ich glaube, man kann dort schlafen. Hier ist The First Girl Scout Headquarters in the US. Und Girl Scouts ist ein Verband. Gibt es etwas wie Girl Scouts in Deutschland? Wenn ihr das weißt, dann bitte schreibt es in die Kommentare. Auf alle Bäume hängt viel Moos. Es war ein bisschen kleiner, als was wir erwarteten. Es gab viele kleine Schmuckmakers und Schmuckmacher. Nein, ich weiß nicht. Dann sind meine Mama und ich zu einem Vintage-Geschäft gegangen und dort habe ich wirklich nichts gefunden.
Wir essen jetzt kubanische Essen und es ist sehr, sehr lecker, aber ich habe kein Video gemacht und jetzt ist es total weg. Aber ich werde ein Video machen von das, was wir schon bestellt haben. Hier ist das Sorrel Weed House und es ist, wo sie Forrest Gump gefilmt haben. Und da oben war the opening scene von Forrest Gump. Nicht den ganzen Film, aber viele davon in Savannah gefilmt. Und oh, schaut, hier sagt es genau, was es ist. Ich bin jetzt so, so satt. Ich habe so, so viel gegessen. Viel zu viel. Aber jetzt machen wir ein kleines Spaziergang. Und wir wollten ein... Oh, warte. Es ist nicht Beerdigung. Eine Cemetery sehen. Der Friedhof haben wir gefunden. Aber es ist nicht der, der bekannt ist. Dieser ist nicht so in der Nähe von Savannah, wo wir bleiben. Es ist in Savannah, aber es ist, ich glaube, 30 Minuten mit dem Auto entfernt. So, da gehen wir nicht. Aber hier ist auch sehr schön. Und wie ich früher gesagt habe, auf alle die Bäume gibt es sehr viel Moos. Moos? Das Wort habe ich heute gelernt. Moos. Und es ist total schön. Und Savannah ist auch ein Haunted City. Sagen viele Leute. Ich weiß nicht, ob das stimmt und ich weiß nicht, ob ich das glaube, aber es gibt auf jeden Fall viele Ghost Tours und ja, viele scary Dinge. Zum Beispiel das Haus, Sorrel Weed House, ist auch haunted und sie machen Haunted Tours da und sie machen Haunted Tours dort. Und ja, hier ist nochmal der Friedhof. Etwas, das ein bisschen einzigartig ist, ist, dass sie ein Open Container Policy haben. Nee, ist es Open? Ja. Ein Open Container Policy haben. Und das heißt, dass Leute können Getränke auf der Straße mitbringen oder mitnehmen. Aber sie müssen in einen plastischen Cup sein. Also kein Glas, kein Dose, kein Glas. In den meisten Städten kann man das nicht machen. Also in Savannah gibt es viele Leute mit Getränke und viele Bars. Auf dem Wasser in Market Street oder Water Street, wo viele Leute immer ein Getränk haben. Und das finde ich sehr, sehr cool. Aber es ist nur ab 21, wie alle die Städte in den USA. Wie cool. Es gibt so viele. Ich bin allergisch. Also wir machen das nicht. Aber sie sind immer noch schön zu sehen. Und wir sitzen hier auf einer Bank. Meine Mama schreibt ein SMS jetzt. Wir werden shopping gehen und auch ein paar andere Dinge sehen. Ich weiß nicht, was genau. Sie verkaufen falsches Food. Schaut so echt aus. Aber 25 Dollar. Und dann gibt es auch Eis und Käse. Das schaut wirklich so, so echt aus. Das Brot ist ein bisschen squishy. Schau, es ist so cool, aber es kostet 1750 Dollar. Aber ich würde das auf jeden Fall an die Wand in meinem Zimmer hängen, wenn ich das kaufen könnte. Die Sachen hier ist echt cool, aber echt teuer. Also wir machen Window Shopping oder Browsing. Und das heißt, dass wir alles angucken, aber nichts kaufen. Es gibt hier ein Eiscafé, es heißt Leopold's Ice Cream. Aber schau, wie viele Leute es gibt. Oh,
größte Schlange. Ich weiß nicht warum, es ist nur Eis. Wir warten jetzt. Ich habe mir ein Eis bestellt und es ist Peppermint. Wir haben gerade gegessen und in unser Restaurant, es war ein Sushi-Restaurant, aber es gab zwei Mädels neben uns und die beiden kommen aus Deutschland und es war sehr, sehr zufällig, sehr komisch, aber echt cool und ich hab gefragt, ob sie aus Deutschland kommen, weil jemand hat Kaiserschmarrn gesagt und dann, ich dachte, niemand sagt Kaiserschmarrn in Amerika, außer Leute, die aus Deutschland kommen. Und jetzt gehen wir zurück zum Ferry, sodass wir zurück zu unser Hotelzimmer gehen können. Schau, es gibt einen Pedal Pub. Es ist ein kleines Bar oder Pub, aber man sitzt da und dann muss paddeln. Bevor wir zurückgehen, ich wollte euch zeigen einen Candy Shop in Savannah, weil es viele Candy Shops gibt und sie sind sehr cool. Sie machen Saltwater Taffy selbst hier und auch Pecan-Dinge. Also hoffentlich machen sie diese Dinge jetzt. Hier ist ein Praline, es ist Zucker und dann Pecans. Es ist noch warm und es ist so lecker, aber sehr, sehr süß. Es ist jetzt sehr spät und ich muss dieses Video für morgen bearbeiten. Also das ist alles, was ich heute habe. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gut gefallen. Und bis nächstes Mal. Bleibt gesund. Tschüss.